Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu meiner Knife-Tier-List. Ihr habt euch gewünscht, hier kommt sie. Warte mal, das ist doch ein gutes Messer. Das ist doch ein gutes Messer. Warte mal, gib mal her. Natürlich bietet er sich an, direkt nach den Waffen auch die Knives zu machen. Hier oben ist super-duper Hardcore und hier wird es dann immer schlechter bis hin zu Shit-Tier. Und da die meisten von euch wissen, was mein Main- bzw. Lieblingsknife ist, ist den meisten eben auch klar, dass das Ding hier oben reinkommt. Ist ja klar, Kadambit. Easy. Und um auch direkt ein kleines Shit-Tier-Knife reinzuballern, damit ihr wisst, in was für eine Range ich mich bewege, drücke ich euch einfach mal dieses... Stiletto. Aber eigentlich ist es gemein. Eigentlich ist es echt gemein. Aber es ist halt echt so ein kleines Käseding. Shit, hier ist es. I'm so sorry. Also das gefällt zumindest mir wirklich nicht so gut. In-game sieht es komisch aus. Es ist so eine kleine Pike. Irgendwie hat das nichts Halbes, nichts Ganzes. Gehen wir wieder ein bisschen weiter nach oben in die Liste und packen das Paracord hier auf A. Das ist schon sehr, sehr nice. Für mich jetzt kein Ultra-S-Tier, aber eben dann schon doch ein starkes A-Tier. Fast. S-Tier-mäßig. Fast. Was ein ganz wichtiger oder schwieriger Punkt ist bei vielen, ist das Gutknife. Man hört ja eigentlich immer nur Scheiße. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Ich habe das früher sogar extrem gerne gehabt und auch oft in Giveaways rausgehauen. Also wir haben oft mit krassen Skins besetztes Teil. Auch aktuell wieder. Oh Leute. Dieses wunderbare Gutknife Autotronic im Giveaway im Livestream. Also einfach mal reinkommen, vorbeischauen, Leute, mitmachen. Da haben wir übrigens festgehalten, dass das der beste Skin auf dem Gutknife ist, den man auf einem Gutknife haben kann. Also finden wir zumindest. Ja, also ohne Autotronic ist es natürlich nicht mehr so extrem geil. Aber für mich ist es trotzdem, auch wenn er mich jetzt schlagt, auf jeden Fall B-Tier. Ganz klar. Das ist kein schlechtes Knife, das Gutknife. Es ist ein schönes, günstiges Kliftelchen. Man kann sich schicke Skins für wenig Geld auf dem Teil holen. Und die Form finde ich auf jeden Fall ansprechend. Das ist für mich eine richtige Messerform. Nicht so wie das hier, nee. Das ist ein Zahnstocher. Was für mich so ein ganz klarer C- oder B-Kandidat ist und Zwischenkandidat, ist das Skeleton Knife. Das hat schon irgendwie was. Also es ist ganz nice mit dem Loch da und wie das auch gehalten wird und sowas. Und von der Animation her und so weiter und so fort. Aber ich habe da so wenig Bezug dazu, dass es für mich so weit entfernt scheint. Und darum halt eher so eine starke C ist. Oder ein schwaches B. Naja, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich ist es eher ein C. Vielleicht, wenn ich das Teil besitzen würde und das spiele und sowas, dann wächst es mir vielleicht ans Herz und es wird eher ein B oder sogar A oder sowas, aber eher nicht. Ach ja, und eine typische D-Geschichte sind die Buttplugs. Für mich schon ein besonderes Knife oder eine Messerform, denn das war mein allererstes Knife, das ich jemals hatte. Habe ich im Stream damals geschenkt bekommen. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, weil ich wusste, Messer sind was Besonderes. Das ist jetzt schon 6 oder 7 Jahre her. Ja, oder sagen wir fünf. Darum sehr geile Memories, aber jetzt eben auch nicht in Sachen Form halt absolut geil. Wenn ich es niemals geschenkt bekommen hätte, wäre es vielleicht sogar shit hier. Und es ist für mich gerade nur so weit oben, weil ich eben diese Memories daran habe. Die Butterfliegen-Geschichte, das ist schwierig. Also Butterfly ist schon S- oder A-Tier. Wir hatten, glaube ich, mal eins im Giveaway drin und ich habe das sehr gerne gespielt, weil die Animation auch recht nice ist. Also zwecks Animation, wenn man nur auf die Animation guckt, würde ich es auf S machen. Aber so wie es an sich eben auch noch aussieht und eben, ja, wenn man es eben in-game hat und mit rumhampelt, da fällt es dann doch wieder ein Ticken nach unten, weil ich es halt nicht so extrem geil finde, das Teil halt in der Hand zu haben. Komm, wir machen es auf A, aber ganz starkes A, ganz starkes A. So ein Fälschchen-Knife oder Verkark-Knife, wie ich früher gesagt habe, liegt schon gut in der Hand, sieht auch nice aus, ist aber für mich dann doch eher B-Tier. Und dafür finde ich das Flip-Knife ziemlich nice. Also das geht auf jeden Fall auf A-Tier. Flip-Knife ist schon schnuckelbuckelig. Hier haben wir nochmal so einen Kandidaten, der ja eher hier unten rangiert. Aber jetzt nicht ganz bei... Obwohl... Der Griff sieht so grauselig aus. Der Griff sieht echt bescheuert aus. Das könnte auch eine Nagelfeile sein, eine großgeratene. Wir machen es trotzdem... Nee. Was ist bei Shit-Tier hinmachen? Es wäre sonst auch unfair dem Teil gegenüber, wenn es nicht bei Shit-Tier liegen würde. Hier, so pass auf, jetzt gehen wir noch ein bisschen Richtung S-Tier, ja? Ganz klares S-Tier, fette Bagorg. Ist doch klar, ne? Auch ihmchen hier, ganz klar S-Tier, für mich. Wenn man da einen fetten, geilen Skin drauf hat. Wie heißt das Ding hier? Ursus, ne? Der Ursula, die Ürselchen. Finde ich wirklich von der Knife-Form und insgesamt, so wie es ist, einfach nicht ansprechend. Dieses Ultrakantige gefällt mir bei dem Teil nicht. B oder C? Ich sag schon B, weil es da, also die Skins sehen darauf sehr, sehr geil aus, ja. C wär zu gemein. Aber ich finde die Form, wie gesagt, nicht so nice. Guck mal, da haben wir direkt noch zwei Kandidaten. Zack und zack. Zwecks S-Tier. Und jetzt bleiben die zwei lustigen drei, die zwei lustigen vier bleiben übrig. Und hier ist es, es geht uns natürlich hauptsächlich ja um die Form. Klar habe ich jetzt hier auch mitunter angesprochen, wie die in der Animation aussieht oder wie eben die Skins darauf hervortreten. Aber so von der Form her ist das schon wirklich eher eine D-Geschichte. Die Verwandtschaft des Karambit ist schwierig, weil ich finde es nicht so geil wie ein Karambit. Es ist natürlich schon fast genauso. Ist aber ein Ticken größer und die Löcher und hin und her. Darum fällt es für mich
Es fällt schon auf A. Leute, I'm so sorry, es fällt auf A. Ja, und Classic und Bayonet. Also Bayonet ist auf jeden Fall auch sehr weit oben. Das ist ein schickes Teil. Und das Classic Knife, das, ja, naja. Lass uns kurz überlegen wegen dem Bayonet. Bayonet kann schon echt geil sein, aber die Form ist so banal. Wir machen es auf A und ja, Classic ist für mich C oder B. Es ist schon nicht schlecht, aber halt auch nicht gut. Es ist, ja, wir gehen trotzdem auf C. So Leute, es ist C. Das wäre soweit meine Tierlist bei den Knives. Ich schreibe euch die Liste natürlich auch wieder in die Videobeschreibung und da könnt ihr dann einfach eure eigene Liste machen und mir die schicken. Letztes Mal konnte Demi mir die Liste einfach als Kommentar schicken. YouTube ist aber insgesamt sehr vorsichtig, was Kommentare mit Links angeht und löscht die meistens. Also sogar so weit gehend, dass ich die nicht mehr freischalten kann. Früher standen die zumindest immer im Spam-Ordner drin, jetzt sind die einfach weg. Also wenn ihr einen Kommentar schreibt, der mir hat einen geschrieben, der etwas länger war, da war ein bisschen mehr drin und hier sind übrigens meine Listen, dann geht das wohl, aber wenn man einfach nur einen Link reinschickt, ballert YouTube das einfach weg. Also guckt, dass ihr dann halt auch ein bisschen halt einen Kommentar schreibt und danach den Link dazu ballert. Ich bin sehr auf eure Listen gespannt und möchte mich hier auch nochmal für die ultra krasse Action am Freitag im Stream bedanken. Vielen, vielen Dank, Jungs und Mädels, groß und klein, das war wirklich insane. Der Abo-Regen, die Spiele, alles und am Ende noch Fall Guys ein bisschen reingedattelt. Das war echt sweet. Vielen, vielen Dank an alle, die diesen Plan geschmiedet haben, da irgendwie eine fette Sub-Bombe einfach platzen zu lassen. Es war das, wirklich. Natürlich auch vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir lesen uns hier unter Video und sehen uns im nächsten Video oder eben live im heutigen Livestream. Ab 18 Uhr geht's wieder los. Denkt dran, Knife-Giveaway beginnt heute wieder. Also rankommen, Bubble-Dollar sammeln, einfach durchs Zuschauen, ganz kostenlos und mitmachen. Let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.